No! Leave me! Please! Just go! Run! Erstmal wieder gucken, wo wir lang müssen. Das ist aber nicht so nett gewesen. So, okay. Ja, hier lang. Oh Gott! Nein. Boah. Zum letzten Moment noch eben schnell die 2 ausgewählt. Ich habe nur gesehen, dass so scheiße, welche Nummer ist das? Welche Nummer ist das? Also 2. Ah, reicht das noch? Scheiße, ich kann nicht stehen bleiben. Ja, wir springen jetzt nicht aus dem Dialog. Ja, das ist richtig. Dog Day says, fetch! Go, go, as far as you can. Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Der hat sich verschluckt. Ja. Interessant. Das war, fand ich jetzt von der Länge her ein guter Fluchtpart. Der war nicht zu lang, nicht zu kurz, der war okay. Let's Play ist da verrückt geworden, ist glaube ich 10-mal gestorben. Hey, wir haben es im First Try geschafft, weil das erste Mal sterben zähle ich jetzt mal nicht. Da war mir ja klar, dass wir sterben. Insofern. Bist einmal gestorben. Ja, das zähle ich aber nicht, weil ich bin ja gar nicht erst. Ich habe ja nicht mal versucht wegzurennen, weil ich mir das angucken wollte. Oh. Schön. Also, das erste Mal, wo ich wirklich versucht habe wegzulaufen, haben wir es auch direkt geschafft. Das fand ich ganz gut. Oh, wir sind draußen. Keine Ouchies. Das ist ja auch eine Katze. Natürlich jagt der. Aber es war schon, glaube ich, so ein Wink mit dem Zaunfall, dass bald die Konfrontation mit Catnap ansteht. So, wir gucken mal eben hier rein. Online, Skydome, Schule, kein Anschluss. Toy Store, kein Anschluss.
Müssen wir die vielleicht nochmal anschließen? Oder nee, es geht wahrscheinlich nur um die Offline-Sachen. Ja, Büro. Okay. Ja, Büro ist das. Nee, das ist nicht das Büro, ne? Das sieht mehr sowas wie ein Rathaus aus. Ich glaube, das Büro ist das da oben links. Wobei, kommen wir hier überhaupt rein? Hier kommen wir gar nicht rein. Road closed. Na rein! Oh Mann. Okay, ist noch nicht das Büro. Ist es dann doch dieses große Gebäude? Das war die Schule. Muss dann ja eigentlich. Hilfe. Das ist der Ankunftsmoped. Ja, das scheint dann hier das Büro zu sein. Ja. Cool. Okay. Ist wahrscheinlich irgendwie ein Ladebildschirm, genau. So, wait in line. Office. Natürlich wieder Batterien, ist ja klar. Und hier haben wir wieder rotes Gas. Mal die da oben im Lüftungsschacht lag. Eine weitere Batterie und ein Videorekorder. Wo ist denn der Fernseher dazu? Da vorne. Ein weißer Videorekorder und da ist das Tape. Emergency Alert System. Workforce Danger Alert. Issues. The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Öffne jetzt die Tür, die Stunde der Freude ist gekommen. Ja, dann würde ich sagen, folgen wir dieser sehr vertrauenswürdigen Nachricht im Fernsehen doch einfach mal und öffnen die Türen. Alles, was uns dazu fehlt, ist eine Batterie, die wir vielleicht hier entnehmen können. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ja gut, so viel bringt das jetzt eigentlich auch nicht an Licht, ne? Ich hätte halt gerne Taschenlampe wieder. Am Anfang hatten wir noch unsere Taschenlampe. Wuch! Ein Ifichi! Help! Kommen wir nicht rein? Alles klar. Mal ein Apfel. Natürlich haben wir eine Batterie. Warum brauchen wir denn immer Batterien? Vor allem solche fetten Batterien. Wir verschließen seine Tür mit so fetten Batterien. Head of School. Mariah Ashokan. Hast du vielleicht eine Batterie, Maria?
Aber ich sehe keine. Nö, es scheint alles okay zu sein. Catnap! Hä, wo ist hingelaufen? Immer grünes Händchen gerade. Ran. Die Features. Help. Siehst du die ganze Zeit immer nur ran, help. Go away. Die. Eduardo Gala. Die Büros sind immer offen. Mommy Longlegs. Hallo. Und sein Honey Bunny. Banzo Bunny, so. Sag ich ja. PJ Pagapillar. Und das sind also quasi alle Gegner, die im zweiten Teil vorgekommen sind. Boogiebot? Kam der auch vor. Ich fände das irgendwie cool, wenn wir manchmal Catnap oder sowas einfach die Augen so aus der Ferne sehen würden, die uns einfach beobachten. Das fehlt mir so ein bisschen. Ich fand das an der einen Stelle sehr, sehr cool, wo wir ihn da unten in diesen Gängen mal getroffen haben. Okay, hier ist nichts. Ich wollte das nur mal kurz verifizieren. Speichert. Entschuldigung. So. Ah, wir sind wieder in der Höhle. Sehr geil. Die mochte ich. Die fand ich sehr cool. Also ich mag die auch so vom Ambiente so. Das war sehr nice. Erst nach oben, erst nach unten. Ich glaube, das ist eher dafür gedacht, wenn wir hier runterfallen, dass wir wieder nach oben kommen. Da kommen wir jetzt her. Ah. Ich verstehe, wir müssen wieder Strom anmachen. Ja. Oh. Okay. Ah, oh, wir brauchen zwei. Hä? Das. Das ist irgendwie merkwürdig, weil wir brauchen. Wir müssen hier den Strom machen, damit die Schaltflächen angehen. Aber wir brauchen die Schaltflächen, um rüber zu kommen. Warte mal. Ich habe vielleicht eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob die richtig ist. Da ist das Ding. Da ist das Ding! Nee, hier komme ich nicht dran. No, no. Na,
Okay. Was? Wie Kimmer versucht nicht zu grinsen? Weswegen denn? Wegen dem, was sie schreibt, oder? Okay, ich kann. Von hier kann ich mich nicht hochziehen. Ich weiß nicht, weswegen ich nicht versuchen soll zu grinsen, ehrlich gesagt, deswegen frage ich euch. Hatte man sich nicht auch mal schwingen? Ich hätte mir gedacht, dass wir uns darüber schwingen müssten, aber. Ah! Okay, pass auf. Vielleicht. Ah. Dann geht das Ding schon an. So. Problem ist, jetzt komme ich halt da nicht mehr hin. Ne? Aber wir haben einen Ansatz, das ist gut. Jetzt scheitert es gerade nur wahrscheinlich an mir. Weil ich zu doof bin. Ja, liegen und dann wach werden ist aber eigentlich nicht so gut, liebe Lila. So. Da komme ich ja jetzt quasi nicht hin. Jetzt weiß ich, wie wir es machen müssen. Bam! So und nicht anders, Freunde. Geil. Dann kommen wir nicht hier rüber. So, er speichert. Office. Hier ist es sehr dunkel. Ich möchte aber in der Höhle bleiben. Die war cool. Hier befinde ich mich so eingeengt. Und hier ist ein böses Katzi. Erstmal den stinkenden Müll verbrennen. Und so entstand die Müllverbrennungsanlage. Oh, hier ist abgeschlossen. Wenn wir jetzt in einem anderen Spiel wären, würde ich sagen, es hat hier was von Heidenzieg.
Okay, dann gute Nacht, liebe Alice. Schlaf schön. Stella Greybear. Okay, jetzt bin ich gespannt, was uns... Lieblingsparts kommen erst noch. Das in den Gängen ist mein liebster Teil von dem Spiel. Du wirst wissen, was ich meine. Wenn ich das... Das... Ich, gefällt mir eigentlich nicht. Oh! Das erste Mal, dass wir eine Videokassette vor dem Videorekorder gefunden haben. Rosa. Okay. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on in. Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing! You'll be perfect for... Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. The form says... Testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graver, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Testing? Okay. Die Katze singt Lieblingslieder an ihr Katzenfutter. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dem Finale. Kleiner Tipp dafür, liest die Anweisung auf dem Bildschirm. Du wirst es mir danken. Dann auch dir, liebe Lida, eine gute Nacht. Schlaf auch du gut. Guts Nächtlein, alle, die ins Heierbettchen gehen. Banzo Bunny, was sind da drin? Feuerwerk! Oh, guck mal, er hat eine Sonne erschaffen. Schön. Deswegen ist mein Handy drin. Okay, ja. Jetzt ist die Frage. Brauchen wir hier einen Schalüssel? Ach, alles anfassen. Das ist meine Hände einfach fast so groß wie der Bildschirm. Stinkender Müll. Da gab es hier jetzt nur das Video. Nach wie vor abgeschlossen. Es ist doch immer so dunkel. Ich glaube eigentlich nicht, dass wir hier irgendwas suchen müssen. Ach, ich dachte, das ist der Leckenschlüssel. Das ist keine Notiz, das ist einfach nur ein Blatt Papier. Nope. Okay. Dann haben wir wahrscheinlich hier irgendetwas drin. Es ist ja halt so hell, ne? Deswegen
bin ich immer so irritiert, dass wir hier halt irgendwas mitnehmen. Und es macht ja auch Sinn, auf dem Schreibtisch so einen Schlüssel zu haben. Hier vielleicht irgendwo. Wo Schlüssel an der Wand. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einen Schlüssel, das ist ein USB-Stick oder irgendwas anderes, dass sie den Schlüssel jetzt so total unauffällig verstecken. Auch keiner. Hier bei dem Fernseher sehe ich nichts. Da gab es jetzt noch einen Alternativweg. Warte mal. Hier sind wir reingekommen, ne? Jo. Okay. Jetzt ist es einfach so fucking dunkel. Bisschen verwirrt. Sehe ich halt auch nichts. Das sind die Toiletten. Aber die kann ich halt nicht wegziehen, die Sachen. Das heißt, da komme ich nicht lang. Das Gefühl, mir entgeht irgendetwas recht Offensichtliches. Aber was ist es? Alles anfassen! Ich muss einen Fettfinger drauf. Übersehe ich etwas? Chat? Bin ich so blind? Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier irgendwo einen Schlüssel finden müssen, mit dem wir die Tür da vorne aufkriegen. Und es macht Sinn, einen Schlüssel auf den Schreibtisch zu packen. Wir können ja keine Schubladen durchsuchen. Komischer Dunst rein. Kann hier aber auch nichts wegziehen. Nichts machen. So, Bunny. Hier ist halt nirgendwo etwas. Da oben beim Lüftungsschacht. Ach du Scheiße. Oh, ernsthaft, willst du mich verarschen? Weißt du, so von allen logischen Sachen, ja, auf einen Schlüssel irgendwo an der Wand, an so einem Schlüsselkasten gehangen, nein, nein, oben im freaking Lüftungsschacht natürlich. Oh boy.
Ach, das Unicorn, schon, das hatten wir auch nicht. Hi, I'm a crafty corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Thanks. Now, can you give me some red? More red, please. Out? But we can't be out. You're hiding more red from me. I know you are. Give it here! Now that's much better. Hi, I'm okay, ich möchte nicht wissen, warum es viel besser geworden ist. Okay. Ja, dann haben wir hier wieder so einen schönen Gang. Ein Aufzug? Das ist das erste Mal, dass wir einen Aufzug hier haben. Alright. Hier lang oder da lang? Es ist sehr dunkel. Nope. Andere Seite. Können wir nichts aufmachen. Ich muss einfach probieren. Wie fühle ich mich da immer nicht sicher bei, wenn ich so ins komplett Dunkel schieße? So, als wenn die Entwickler das quasi wollen. Batterie. Muss ich mal ein bisschen dicht machen. Also Nate Carpenter. Okay, da geht's rein. Das ist auch zu. Da hinten können wir uns eine Batterie holen, theoretisch. Okay, hier ist noch entsprechendes Gas. Keep locked. Okay, hier müssen wir das müssen wir hier aktivieren. I see. Okay, pass auf. Wir müssen uns dann den da vorne holen. Hallo? Dann kommen wir nämlich hier rein bei Lisa, wie heißt sie? Lisa Botian. Delisa. So. Lisa hat auch so einen Knopf hier. Ja. Haben wir schon zwei. Zwei Knöpfe. Das sind drei Kabel? Ne, das sind zwei. Okay. Das heißt, wir brauchen allerdings noch irgendwo eine Stromquelle. Ich sehe übrigens sehr wenig mit dieser komischen Maske. Deswegen mag ich die nicht besonders. Ah. Okay, nee, wir haben doch drei. Eins, zwei, drei, aber... Oh ne, warte mal. Ah.
Hier ist noch ein drittes Kabel. Woher kommt das dritte Kabel? Oh, hier ist noch ein Büro. Rack Vito. Der hat auch noch so ein Ding. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Oh, Tür zu. Oh, schön. Oh, warte mal. Ich muss dann nochmal eben das Ding hier holen. Oder auch nicht. Dachte ich, das müsste es wieder mitnehmen. Aber ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Was piept hier? Wir müssen wieder ein... Ja, ist ja gut. Ein kleines bisschen drehen und wenden. Und hier können wir dann wieder hochspringen und... Ach, Jemine. Okay, pass auf. Ich cutte noch mal ganz kurz eben die Folge. Sekunde, YouTube.